Hallo liebe Chili-Freunde. Es ist Anfang Oktober 2020 und nach zwei nasskalten Wochen sehen die Chilis im Garten alles andere als gut aus. Es ist also Zeit für eine letzte große Ernte. In diesem Video nehme ich euch also auf eine kleine Tour durch meinen Chili-Garten mit und stelle euch meine Sorten aus der aktuellen Saison vor. Insgesamt habe ich dieses Jahr aus 18 Pflanzen in 20 Liter Töpfen etwa 3 bis 4 solcher großen Schüsseln voll Früchten geerntet. Ein wirklich gutes Jahr war es jedoch nicht und viele Beeren sind im Vergleich zu früheren Jahren erst sehr spät reif geworden. Leider habe ich Ende letzten Jahres auch beim Samenkauf ziemlich ins Klo gegriffen und musste mich mit katastrophalen Keimquoten und mehreren Totalausfällen herumärgern. Obendrein entsprechen etliche Pflanzen offensichtlich nicht dem, was ich bestellt hatte. Wir lernen also, Samen besser von Händlern mit gutem Ruf kaufen. Starten wir das Video also mit einem kurzen Blick auf jene Sorten, die nicht die sind, die sie eigentlich sein sollten. Den Anfang macht eine angebliche Fischpepper. Die Form stimmt in etwa, aber es fehlen die gestreiften Blätter und die gestreiften Früchte. Letztes Jahr hatte ich die schon einmal aus Tauschsamen und da war alles in Ordnung. Diese Trinidad Scorpion Moruga Caramel sieht tatsächlich fast so aus, wie sie sollte. Nur das mit der Karamellvarietät, das nimmt sie nicht so genau. Apropos schlechte Farbtreue, das hier sollte eigentlich eine Cayenne Purple sein. Wahrscheinlich weder Cayenne noch Purple, aber dafür eine echt hübsche Pflanze mit einem auch wirklich gut gewordenen Wuchs. Mein Favorit unter den Blendern und Betrügern ist aber tatsächlich dieses wirklich schön gewachsene Exemplar einer Chili. Und zwar ist es tatsächlich eine Chinense, wie bestellt, aber wenn wir uns die Früchte angucken, na, wer erkennt's? Was ist das für eine Chili? Völlig klar, Carolina Reaper, oder? Und wo wir gerade bei Rätseln sind, habt ihr eine Idee, was das hier sein könnte? Es sind Samen aus einer Frucht, die ich geschenkt bekommen habe. Irgendwas mit Achichal stand drauf. Die Pflanze ist Anfang der Saison mal von einem Sturm umgeweht worden. Ich habe sie nicht wieder aufgerichtet. Ist auch so gut geworden. Okay, jetzt kommen wir aber zu den Pflanzen, wo ich weiß, was es ist. Meine größte in diesem Jahr ist eine Achi Littlefinger Orange, die es auf immerhin 1,30 Meter Höhe geschafft hat. Damit sie zumindest einigermaßen buschig bleibt, habe ich sie zwischendurch immer wieder zurückgeschnitten und Stecklinge genommen, die ich dann unter anderem in diese AirPods gesteckt habe. Mit den Töpfen bin ich nicht wirklich zufrieden, aber das ist ein Thema, wo ich bei anderer Gelegenheit nochmal detaillierter drauf eingehen werde. Die Früchte der Achi Littlefinger Orange sind zwar super lecker und fruchtig, mir persönlich aber deutlich zu klein und damit zu viel Aufwand beim Ernten und Entkernen. Da ist die Achi Golden eine sehr viel bessere Option, ähnlich im Geschmack, aber deutlich größer und angenehmer zu verarbeiten. Noch besser gefällt mir allerdings die Achi Crystal. Sie ist etwas schärfer als die Achi Golden, dabei aber genauso fruchtig und knackig lecker. Allerdings, wie man sieht, auch noch etwas dickwandiger. Und das macht sie, wie ich finde, ideal zum Frischessen und zu meinem Nummer 1 Tipp bei den fruchtigen Chilis. Auch die nächste Pflanze könnte man durchaus noch in die Kategorie fruchtig einordnen. Die West Indian Habanero trägt schöne, viele Früchte und hat einen moderates Habanero-Aroma, auch nicht ganz so scharf wie die Habanero Red Savina, die man hier sieht. Allerdings hatte ich mit dieser dieses Jahr ziemlich viele Probleme mit Rissen und Schimmel und eher wenig Ertrag aus dieser Sorte. Die Früchte sind insgesamt typisch für eine Habanero in beiden Fällen. Wie gesagt, die West Indian Habanero etwas milder, dafür auch einigermaßen fruchtig und durchaus eine Empfehlung, wer nicht ganz so scharf wie die klassische Habanero essen will. Wir steigern die Schärfe noch ein wenig und kommen zu meinem Favoriten aus dieser Saison, der Devil's Tongue Red. Am Ende war es der letzte von 10 Samen, der dann doch noch gekeimt hat und ich bin wirklich froh, dass ich diese Sorte dieses Jahr dabei hatte. Sie ist nicht nur super lecker und passt so ziemlich zu allem, genau wie Habaneros, sondern sie ist auch super leicht zu verarbeiten, da sie nicht ganz so schrumpelig ist wie so manche andere Superhot. Auch wenn sie auf dem Papier einen Ticken milder ist, finde ich sie subjektiv noch ein wenig schärfer, nämlich diese Pimenta Danaide gekreuzt mit Bujolokia, eine wirklich schöne Pflanze, die von schwarz bis feuerrot abreift.
hat mir allerdings zu Beginn ziemliche Probleme gemacht und war zwischenzeitlich nur noch ein Gerippe. Am Ende sind dann aber doch noch einige wirklich schöne und leckere Früchte dabei herausgekommen. Da die Beeren sehr dünnwandig sind, eignen sie sich besonders gut zum Trocknen und zur Herstellung von Pulvern. Und natürlich darf bei der fortlaufenden Steigerung der Schärfe eine ganz besondere Sorte auf keinen Fall fehlen, nämlich die Carolina Reaper. Nachdem ich mit den gekauften Samen ziemliche Keimprobleme hatte, habe ich dann noch schnell einige aus eigenem Saatgut nachgezogen und wie man sieht, ist dabei auch tatsächlich das rausgekommen, was drin sein sollte. Absolut unverkennbar das spitze Schwänzchen am unteren Ende und die charakteristisch zerfurchte Oberfläche. Auch farblich ein echtes Highlight und im Inneren sieht man, dass fast die komplette Frucht mit Plazenta bedeckt ist. Dort sitzt das meiste Capsaicin, was entsprechend dazu beiträgt, dass diese Chili die schärfste der Welt ist. Von super scharf wechseln wir jetzt auf super mild und kommen zur New Max Big Jim, die ich dieses Jahr zum ersten Mal im Garten hatte. Auch eine Pflanze, die mir wirklich gut gefallen hat, riesengroße Früchte und selbst jetzt nach diesem Mistwetter sieht die Pflanze noch erstaunlich grün und gesund aus. Die großen Früchte sehen nicht nur gut aus, sondern schmecken auch durchaus lecker, sind dabei wie gesagt überhaupt nicht scharf und eignen sich somit wunderbar, um sie einfach im Ganzen mit Frischkäse zu füllen. Besonders lecker mit ein bisschen Käse und Salz darüber. Ein absoluter Tipp für euch in der nächsten Saison. Auf dem Papier eine ganze Ecke schärfer, bei mir in diesem Jahr aber eigentlich genauso mild wie die Big Jim, ist die Erotico. Auch diese habe ich direkt mal mit Frischkäse probiert und nachdem das so grandios geschmeckt hat, wurde direkt die komplette Ernte von meiner Frau und mir aufgegessen. In meinem letzten Video hatte ich ja erwähnt, dass ich nicht übermäßig auf solche besonderen Salze wie Fleur de Sel und so stehe. Etwas anderes ist das definitiv bei Gewürzsalzen und ihr müsst unbedingt mal dieses indische Kala Namak probieren. Ohne Scheiß, bestellen. Jetzt. Es ist großartig, vor allem auf Chilis. Zum Abschluss der Riege der Super Miles habe ich noch ein absolutes Highlight, die Achi Dulce Amarillo. 100% Habanero-Aroma, quasi null Schärfe. Also wer wirklich auf den Geschmack von Habaneros steht und die am liebsten pur essen würde, es aber nicht kann, weil sie zu scharf sind, diese Sorte braucht ihr. Großartig. Und seht ihr, wie extrem dünnwandig die ist? Das ist quasi wie Chips essen. Habanero-Chips, nur ohne Schärfe. Und ohne Kartoffeln. Erinnert ihr euch an die Überwinterungsbonchi aus meinem allerersten Video? So sieht sie heute aus. Zur Erinnerung, so sah sie damals aus. Und schon wenig später hatte sie wieder Früchte und hat sich seitdem prächtig entwickelt. Der einzige Haken, ich weiß bis heute nicht, was es ist, denn eine Fatali, so wie die Mutterpflanze, von der ich damals die Frucht bekommen habe, scheint es definitiv nicht zu sein. Da hat sich noch irgendetwas reingekreuzt. Schade, denn nochmal überwintern werde ich sie nicht und die Früchte waren echt lecker, super leicht zu verarbeiten und wie man sieht, glänzen sie, als hätte man sie frisch lackiert. Das war's auch schon mit meiner Gartentour aus der Saison 2020. Nach einer gefühlten Ewigkeit des Schnibbelns haben wir jetzt unseren Bedarf für das nächste Jahr in Tüten. Die werden gleich eingefroren und wie man sieht, ist auch noch eine ganze Menge übrig geblieben, die wir in den nächsten Tagen verschenken werden. Auch an den Pflanzen hängt noch eine Menge. Nach der Arbeit habe ich mir aber eine kleine Belohnung redlich verdient, würde ich sagen. Ganz am Ende sind wir allerdings noch nicht, denn wie sagt man so schön, nach der Saison ist vor der Saison und jetzt geht es darum zu planen, was ich im nächsten Jahr alles anziehen möchte. Klar ist, einige Sorten aus diesem Jahr sind definitiv in der nächsten Saison wieder dabei. Ebenfalls klar ist aber auch, es werden deutlich weniger. 10, um genau zu sein. Denn in der kommenden Saison möchte ich in meinem Anzuchtregal nur noch 2 der bisher 3 Ebenen beleuchten. Und gleichzeitig möchte ich zumindest in der Zeit, bevor die Pflanzen dann im Mai ins Freie wandern, nur noch 5 Pflanzen pro Ebene aufstellen. Dadurch kann ich jeder einzelnen Pflanze bis zu den Eisheiligen größere Töpfe und mehr Licht bieten.
Die ganze nächste Saison soll unter dem Motto stehen, Qualität statt Quantität. Von daher lautet die schwierige Frage nun, welche 10 Sorten sollen es werden? 6 davon sind eigentlich schon relativ festgesetzt. Auf Platz 1 die Carolina Reaper, absoluter Klassiker, und da ich tatsächlich sehr, sehr gerne sehr scharf esse, muss die Pflanze einfach dabei sein. Auf Platz 2 natürlich mein Favorit aus der laufenden Saison, die Devil's Tongue Red. Wieder dabei, dieses Jahr nicht im Garten gewesen, ist die Trinidad Scorpion Chocolate, die in meiner Saison, ich glaube es war 2017 oder 2018, eine fantastische Pflanze produziert hat. Unglaublich viele Früchte von Anfang bis Ende, so viele, dass ich sie seitdem tatsächlich nicht mehr brauchte. Allmählich gehen die Vorräte aber zu Ende und die kommt damit wieder in den Garten. Von den extrem fruchtigen Sorten ist, wie ich schon erwähnt habe, die Achi Crystal mein Favorit in diesem Jahr gewesen und ist entsprechend wieder mit dabei. Bei den Super Miles macht die Big Jim das Rennen, einfach weil sie so schön groß ist, super einfach zu entkernen und zu füllen und weil die Pflanze einfach vom ersten bis zum letzten Tag großartig und gesund aussah. Die Fatali, Pseudo-Fatali Bonchi wird diesen Winter tatsächlich wohl sterben. Dafür werde ich es dann im nächsten Jahr mal mit einer echten Fatali probieren. Soweit der gesetzte Teil. Allerdings gibt es auch noch einige Sorten, die offen sind, nämlich die Plätze 7 bis 10, und dabei bräuchte ich eure Hilfe. Zum Beispiel habe ich schon vor ein paar Monaten die Seite Joker Chili Farm entdeckt, die offensichtlich auf besonders ausgefallene Chilisorten spezialisiert sind, und bin insbesondere an 3 Sorten aus deren Sortiment interessiert, nämlich der Pimenta da Dog, die, wie ich finde, eine sehr, sehr coole Optik hat, oder alternativ der sehr ähnlich aussehenden Hallows Eve, die noch einen Ticken größer zu sein scheint, sonst sich aber offensichtlich nicht besonders stark von der Pimenta da Dog unterscheidet. Außerdem finde ich die Sorte Scarlet Variegated optisch sehr, sehr ansprechend. Auch da überlege ich, ob ich sie nächstes Jahr in die Anzucht nehmen und somit in den Garten aufnehmen sollte. Und hier seid ihr gefragt. Die erste Frage wäre, kennt ihr jokerchilifarm.com? Habt ihr dort schon einmal bestellt? Kennt ihr vielleicht sogar die Sorten? Könnt ihr sowohl den Händler als auch die von mir favorisierten Sorten empfehlen? Die zweite Frage wäre natürlich, was sind eure Top-Chilis, die unbedingt in jeden Chili-Garten gehören? Denn die Plätze 9 und 10 sind ja definitiv noch frei. Also lasst mich wissen, was eure Empfehlungen für 2021 sind, und wer weiß, vielleicht schaffen sie es tatsächlich in meinen Garten. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne ein Like, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.